Falls ihr den ersten Teil zum Quantencomputer noch nicht gesehen habt, dann klickt jetzt auf die eingeblendete Infocard oder schaut in die Videobeschreibung und dann kann's auch schon weitergehen. Wir sind letztes Mal bei den Bits der Quantencomputer, den sogenannten Qubits, stehen geblieben. Diese weisen zwei eigenartige, aber sehr mächtige quantenmechanische Eigenschaften auf. Zum einen die Superposition, die es erlaubt, dass zwei Zustände gleichzeitig eingenommen werden können. Und zum anderen die Verschränkung, bei der ein Qubit mit einem anderen Qubit verknüpft wird und von nun an auf dessen Änderung wie durch Geisterhand reagiert. Doch wie soll man damit nun rechnen? Während bei herkömmlichen Computern Logikgatter benutzt werden, um Berechnungen mit Bits zu ermöglichen, kommen beim Quantencomputer sogenannte Quantengatter zum Einsatz, die physikalische Manipulationen direkt am Qubit repräsentieren. Mittels des Hadamard-Gatters lässt sich so zum Beispiel eine Superposition erzeugen. Phase-Shift-Gatter verändern die Wahrscheinlichkeiten in einem Qubit, mit dem es bei Messung entweder in den Zustand 1 oder 0 verfällt. Und das Controlled-Not, kurz C-Not-Gatter, verschränkt zwei Qubits und invertiert das Ziel-Qubit, wenn das Control-Qubit 1 ist. Trotz zahlreicher Unterschiede beim Umgang mit Quantengattern lassen sich dieselben Rechenoperationen durchführen wie mit klassischen Logikgattern. Mit dem einen großen Unterschied: Alle möglichen Berechnungen werden gleichzeitig durchgeführt. Diese Parallelität zeichnet Quantencomputer nun aus und bringt den entscheidenden Vorteil bei folgenden Anwendungen. Erstens bei der Entschlüsselung von kryptografischen Verfahren, welche heutzutage fast ausschließlich auf der Primfaktorzerlegung basieren. Die Grundidee dieser Verschlüsselungstechnik ist es, dass das Multiplizieren von Primzahlen innerhalb von Sekundenbruchteilen problemlos möglich ist, jedoch kein Algorithmus existiert, der die Rückgewinnung dieser Primzahlen effizient gestaltet. Zumindest bis jetzt, denn Quantencomputer, die den sogenannten Shor-Algorithmus verwenden, sind wahre Meister im Finden von Primfaktoren. Während mit der klassischen Computertechnik jede Zahlenkombination nacheinander durchgetestet werden muss, werden beim Quantencomputer alle Kombinationsmöglichkeiten parallel berechnet und benötigt damit nur einen Bruchteil der bisherigen Rechenzeit. Keine Frage, dass Quantencomputer ein unausweichliches Problem für die aktuelle Datensicherheit darstellen. Zugleich bringen sie aber eine neue Art von Verschlüsselung mit sich, die Quantenkryptographie. Eine weitere Anwendung für Quantencomputer ist die Suche in extrem großen Datenbanken mittels des Grover-Algorithmus. Ähnlich wie bei der ersten Anwendung spart man sich hier, die Datenbank Eintrag für Eintrag nach dem Gesuchten zu durchstöbern und bekommt einen Überblick über die gesamte Datenbank schon in der Wurzel der bisherigen Rechenzeit. Und auch die Simulation von biochemischen sowie quantenmechanischen Vorgängen wird in Zukunft enorm von der Parallelität der Quantencomputer profitieren. Ihr seht schon, die Qubits haben in einigen Anwendungsgebieten die Nase deutlich vorne. Genauso gibt es aber auch Anwendungen, die besser mit klassischen Bits gelöst werden. Vor allem alltägliche Aufgaben, die eine sequentielle Arbeitsweise erfordern, sind mit der etablierten Computertechnik deutlich sinnvoller und vor allem günstiger erledigt. Doch genug der Theorie, wie wird ein Quantencomputer nun in die Praxis umgesetzt? Da ein Qubit prinzipiell durch jedes quantenmechanische Zwei-Zustandssystem dargestellt werden kann, arbeiten Forschungseinrichtungen an den unterschiedlichsten Architekturen. So fungieren in mikrostrukturierten Ionenfallen Ionen und deren Polarität als Qubit, wohingegen in Quantencomputern auf Diamantbasis der Spin von Stickstoffatomen zum Einsatz kommt. Eine ganz andere Technologie hat sich aber scheinbar schon jetzt durchgesetzt. Google und IBM arbeiten unabhängig voneinander an einem Quantencomputer auf Basis von supraleitenden Streifenleitungsresonatoren. Ein Qubit stellt dabei eine Elektronenwolke innerhalb eines Mikrowellenoszillators dar, der auf 15 Millikelvin, also nahezu dem absoluten Nullpunkt, abgekühlt wird. Ein sogenannter Josephson-Kontakt, ein hauchdünner Isolator, bietet die Möglichkeit zur Quantentunnelung und die Unterscheidung von genau zwei Zuständen sowie der Superposition davon. Durch Anpassung der Oszillatorfrequenz können mehrere Qubits in eine Resonanz und damit in einen verschränkten Zustand gebracht oder aber Quantengatter angewendet werden.
Auf Grundlage dieser Technologie hat Google bis jetzt 22 Qubits realisiert und bereits 49 angekündigt. IBM hingegen ist schon jetzt beim 50-Qubit-Rechner angekommen. Die reine Anzahl an Qubits ist aber nicht ausschlaggebend für einen leistungsfähigen Quantencomputer, sondern auch die Qualität der Qubits und der damit einhergehenden Fehlerrate. Schön zu sehen auch beim Quantencomputer der Firma D-Wave Systems. Auf der einen Seite überragen sie mit ganzen 2000 Qubits den Markt deutlich, weshalb sie ihren Quantencomputer auch als den fortschrittlichsten weltweit bezeichnen. Auf der anderen Seite lässt sich streiten, ob es sich dabei überhaupt um einen Quantencomputer handelt. Denn obwohl D-Wave Systems ebenfalls eine Architektur auf Basis von supraleitenden Qubits verwendet, verzichten sie gänzlich auf die Anwendung von Quantengattern. Stattdessen benutzt dieser sogenannte adiabatische Quantencomputer eine Herangehensweise namens Quantum Annealing, bei der Optimierungsprobleme mit Hilfe des natürlichen Bestrebens nach dem energieärmsten Zustand gelöst werden. Unabhängig der verwendeten Technologie stehen wir mit Sicherheit aber noch ganz zu Beginn der Quantencomputer. Wie bei der Entwicklung der klassischen Computertechnik wird die Anzahl der Qubits nun stetig weiter wachsen sowie Fehlerraten reduziert, bis vielleicht schon bald die sogenannte Quantum Supremacy erreicht sein wird. Der Punkt, an dem ein Quantencomputer erstmals einen herkömmlichen Computer übertrumpft. Was glaubt ihr, wann wird die Quantum Supremacy erreicht sein? Teilt es mir gerne in den Kommentaren mit und lasst mich wissen, wie euch die Videoumsetzung dieses Mal gefallen hat. Für mehr Brainfuck könnt ihr auch mal auf DTube schauen, wo ich zurzeit eine bunte Mischung meiner bisherigen Videos hochlade. Wir sehen uns!